Ich bin hier mit Andreas Spiering. Erstmal vielen Dank, dass du uns die Zeit genommen hast, mit uns ein Interview zu führen. Sehr gerne. Ja. Wir haben mal eine Frage an dich. Und zwar, du bist ja jetzt seit einigen Monaten Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker. Wie machen sich die Musiker momentan und wie findest du Brandenburg so? Das ist beides ganz positiv. Ich kenne das Orchester schon ein paar Jahre, muss man sagen. Das war ja durch Corona unterbrochen. Also wir hatten ein paar Konzerte vorher schon und dann kam irgendwann die Wahl. Und das ist eine ausgesprochen nette, kollegiale Zusammenarbeit mit denen. Und es macht wirklich großen Spaß zu arbeiten und wir haben viel vor in den nächsten Jahren. Also von daher bin ich jetzt so am Ende der ersten Probenphase, die ich tatsächlich quasi im Amt verbringe. Unglaublich positiv gestimmt. Und deine zweite Frage, Brandenburg gefällt mir ausnehmend gut. Ich habe jetzt auch eine kleine Wohnung hier. Ich lebe eigentlich in Köln, aber habe eine Wohnung hier, kann viel hier sein, was ich auch möchte und finde die Stadt einfach zauberhaft. Das kann man nicht anders sagen. Und wie viele Personen nehmen in dem Orchester teil? So? Das sind etwa 50 Spieler heute. Also das ist fast die Maximalstärke, weil vor allem diese italienischen Arien, die wir mit dem Sänger nachher spielen, die sind teilweise ganz groß besetzt, also mit Posaunen und Trompeten und Hörnern und alles da, was ein Orchester braucht. Harfe, Schlagzeug und natürlich die Streicher. Und wie lange braucht ihr, um euch so auf ein Konzert wie heute vorzubereiten? Wir haben am Dienstag angefangen. Das heißt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 4 Tage Proben und jetzt machen wir noch eine kurze Anspielprobe. Da geht es aber im Wesentlichen um die Klangqualität mit der Verstärkung. Weil hier draußen muss man das natürlich so ein bisschen verstärken und dann hoffen wir, dass wir ein gutes Konzert machen. Und ich spiele jetzt seit einem Jahr Saxophon. Welche Voraussetzungen bräuchte ich denn, dass ich quasi bei eurem Orchester mitmachen könnte? Nun ist Saxophon normalerweise kein Instrument, was in normalen Orchestern einen eigenen Platz hat. Manchmal braucht man für manche Stücke ein Saxophon als Verstärkung. Ja, was braucht man? Es gibt so einen alten blöden Witz, wo jemand in New York fragt, wie komme ich hier zur Carnegie Hall? Und dann sagt der Gast, dann sagt der Einwohner, üben, viel üben. Und das gilt eigentlich immer. Wenn du wirklich Lust hast, das zu machen und den Elan besitzt, wirklich ganz dran zu bleiben, dann wünsche ich dir viel Glück. Aber es ist viel Arbeit. Es ist eine wunderbare Arbeit, aber viel Arbeit. Und du bist ja jetzt du hörst ja Klassik und spielst auch, also bist Klassikdirigent. Hörst du denn auch im Privaten andere Musikstil und hast du einen Lieblingssong oder so? Ich höre privat sehr gern Jazz und ich habe 3 Söhne, die sind 20, 18 und 16, also hören ganz viel. Und ich muss sagen, was ich früher nie gedacht hätte, ich finde Rap teilweise richtig gut, Ich erwähne jetzt keine Namen, weil dann denken alle, um Gottes Willen, der ist auch noch von vorgestern. Aber ich finde vieles wirklich ganz, ganz toll. Popmusik oft nicht so, aber Rap und auch richtig guten Rock mag ich wirklich gern. Und wie willst du jüngeren Personen mitteilen, dass sie mehr Klassik hören sollten? Oder, ja, genau. Die sollen gar nicht unbedingt. Sie sollen, oder ich würde mich freuen, wenn sie zuhören, weil es gibt so wahnsinnig viele tolle Sachen zu entdecken. Und es ist schade, wenn man immer nur in seinen eigenen Schubladen bleibt und wir nur Klassik hören und die Jugendlichen oder Teenager oder wie auch immer nur Pop. Es gibt, glaube ich, in jeder Welt wahnsinnig viel zu entdecken und wir können immer nur sagen, kommt zu uns, hört euch das an. Und es gibt keine Benimmregeln, es gibt keine Berührungsängste. Ihr könnt in Jeans und Sandalen kommen. Kommt einfach, es gibt unglaublich viel tolle Musik. Dann danke ich dir für das Interview und wir wünschen uns jetzt noch viel Spaß an der Regattastrecke und mit dem Orchester.